heutigen Tutorials möchte ich mit euch ein Ostergloria zusammenbauen. Ganz systematisch und total einfach. Gotteslob 170, allein Gott in der Höhe sei er. Ich habe mir überlegt, das Einfachste, was es gibt, sind Quintpendelbewegungen, bestehend aus 1-5-1 oder Tonika und Dominante im Wechsel. Und daraus machen wir mittels der rhythmischen Figuration dann später einfach ein bisschen Musik. Und wie das alles geht, das erfahrt ihr in den folgenden Videos.